Düsseldorf. Tierretter Stefan Bröckling macht sich heute auf den Weg nach Norddeutschland. Die Kollegen eines Bremer Tierschutzvereins haben ihn um Unterstützung gebeten, einen entlaufenen Hund wieder einzufangen. Es geht jetzt nach Niedersachsen in den Landkreis Rothenburg-Wümme. Da ist seit einiger Zeit der Alonso unterwegs. Das ist ein Hund, der kommt eigentlich aus Rumänien. War eine Zeit lang hier in Deutschland, ist dann vermittelt worden, war eine Woche bei den Leuten und ist dann in dem Fall tatsächlich durch eine Verkettung unglücklicher Umstände aus dem Haus rausgelaufen. Der ist jetzt seit mehr als 3 Monaten auf der Straße unterwegs und ist vom Auto mittlerweile angefahren worden. Geht nicht in die Hundefalle rein, niemand kann ihn fangen. Und die Hundesuchhilfe da oben aus Bremen, die haben mich gefragt, ob ich ihnen helfen kann, Alonso zu sichern. Den Ehrgeiz, das zu schaffen, habe ich bei solchen Einsätzen immer. Ich finde es bei Tieren, die ihn zu Hause haben, die geliebt werden, die vermisst werden, die zu einer Familie gehören, wenn auch in Alonsos Fall noch nicht so lange, aber diese Leute fühlen sich auch nach einer Woche schon tatsächlich verantwortlich und sind am Boden zerstört, dann ist es nochmal, ja, ich sag mal emotional auch nochmal eine ganz andere Kiste, weil man bringt, wenn man es schafft, ein Familienmitglied nach Hause. 3 Monate lang haben die Tierretter der Hundesicherung Bremen und Umzu versucht, Alonso einzufangen. Ohne Erfolg. Stefan Bröckling hat den Kollegen sogar seine ferngesteuerte Netzfalle zur Verfügung gestellt und dort aufgebaut. Vergeblich. Alonso tauchte nicht auf. Dann musste ich allerdings 1,5 Wochen später dahin, weil er wochenlang sich nicht mehr hat blicken lassen. Ist mittlerweile in ganz anderen Orten gesehen worden. Das heißt, wir wissen, er lebt. Wir wissen aber auch, er ist 70, 80 Kilometer teilweise entfernt gewesen. Und deswegen habe ich das Netz dann da abgebaut. Es hat sich wohl herausgestellt, dass er nicht mehr über die Wiese läuft, sondern der kommt jetzt von der anderen Seite, vom Nachbarn her. Das heißt, er läuft direkt über den gepflasterten Boden. Da kann ich mein Netz gar nicht erneut aufbauen. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir die Zwingerfalle aufbauen. Und dann werde ich ein spezielles Tor einbauen, dass der unten keine Schwelle hat. Weil mein eigentliches Fanggehege hat Türen, ne, sozusagen so Zwingertüren, wo unten aber eine Schwelle ist. Und wenn der Alonso damit Probleme hat, dann möchte ich dieses Risiko nicht eingehen. Deswegen werde ich ein zwei Meter breites Falltor einbauen, was unten überhaupt keine Schwelle hat und hoffe, dass er dann da reinmarschiert. Stefan Bröckling hat deutschlandweit einzigartiges Spezialequipment. Vieles davon hat er selbst gebaut. Auch diese raffinierte Hightech-Falle. Es ist jetzt so, dass ich, wenn der Alonso auf der Kamera gesehen wird, die Kamera uns das meldet, dann kann ich per Mobilfunk die Box da oben einschalten und die schickt dann 12 Volt auf diese Lichtschranke. Und diese Lichtschranke schaltet dann dieses Relais. Und dieses Relais geht dann per Kabel hier. Ja. Hier hoch und schaltet da oben auf diesen Dauerelektromagneten mit 12 Volt Spannung. Dann wird durch den Spannungsimpuls der Magnet kurzfristig unmagnetisch und das Tor fällt runter. Und jetzt machen wir mal einen Probelauf. So, bin ich der Alonso, gehe hier rein, Futter, Futter, Futter. Da in der Ecke hat er ja auch schon gefressen. So, jetzt gehe ich mal rückwärts. Hier ist die Lichtschranke. Jetzt gehe ich mal rückwärts, damit ich sehe, ob das Tor zugeht. Gehe hier rein. Geiler Scheiß. In der Theorie funktioniert der geile Scheiß. Aber auch in der Praxis? Abwarten. Wir haben sechs Kameras aktuell da hängen, von denen 5 eine Meldung abgeben. Das heißt, wir kriegen auf unser Handy eine Push-Nachricht. Und wenn er dann da ist, dann sagt unser Handy uns, guckt mal in die Kameras rein, dann machen wir das. Und dann muss ich nur noch die Falle aktivieren, also die Lichtschranke einschalten. Weil wenn ich das nicht so machen würde, wenn ich das einfach von vornherein aktiv geschaltet hätte, dann könnte es sein, dass die Falle auch von einem anderen Tier ausgelöst wird. Es gibt zum Beispiel noch einen Marder, der in dem Garten unterwegs ist. Es gibt sehr viele Katzen, die da rumlaufen, 4, 5 Katzen. So, hier mache ich mal einen Ton an. Stefan Bröckling und seine Kollegin Alina Burgdorf von der Hundesicherung Bremen und Umzu warten. Wird Alonso heute Nacht kommen? Ja, mittlerweile 4.10 Uhr. Die Alina ist gerade gefahren. Der Alonso hat sich nicht blicken lassen. Da tut sich leider nichts mehr. Eigentlich solltest du ja schon längst zu Hause sein. Das hatte ich damals gesagt beim ersten Einsatz. Nach 3 weiteren Stunden meldet das System plötzlich Aktivitäten im Bereich der Falle. Eine Meldung über die Alo und über die Reolink bekommen.
kann natürlich Alonso gewesen sein, das kann aber auch eine Katze gewesen sein. So, nochmal vergrößern. Oh, das war eine Katze. Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Oh. Ja, gleich 20 nach 7. Die Nacht ist vorbei. Von Alonso keine Spur. Stefan Bröckling ist todmüde und beschließt für heute Schluss zu machen. So. Jetzt ist wirklich alles vorbei. Ich weiß nicht, was dieser Hund für ein Problem mit mir hat. Das Futter ist weg. Ich habe bis 8 Uhr heute Morgen durchgehalten. Bin dann schlafen gegangen. Direkt hier vorne an der Straße. Und dann ist der Alonso um 9 Uhr gekommen. Und hat das Futter aufgefressen. Also ich bin total enttäuscht. Ich kann das gar nicht in Worten ausdrücken, wie nah mir das alles mittlerweile auch geht. Ja, ich kann gar nicht beschreiben, was gerade in mir vorgeht. Also ich fahre jetzt nach Hause. Ich habe da heute Abend einen Einsatz, den kann ich nicht verschieben. Ich werde vorher noch mal ausgiebig schlafen und habe das alles hier so aufgebaut, dass das jetzt die nächsten paar Wochen autark laufen kann. Da muss immer nur, wenn irgendein anderes Tier sich das Futter holen sollte, das Futter nachgefüllt werden oder wenn es halt nass geworden ist, dass das frisch gemacht wird. Ansonsten muss da nichts passieren. Ganz wichtig ist, dass ich muss ja auch in der Zwischenzeit irgendwann mal schlafen, dass dann andere Leute eben aufpassen. Das heißt, ich werde einfach ein paar Leute aktivieren, die dann eben wechselweise immer aufpassen, wenn so eine Push-Nachricht über diese Mobilfunkkameras reinkommt, dass sie dann eben an der Kamera sitzen und wenn die sehen, Alonso ist da, dass sie dann eben die Falle aktivieren können, wenn ich schlafen sollte. Ansonsten mache ich das natürlich selber. Noch auf der Heimfahrt bekommt er die Meldung, dass sich bei der Falle etwas bewegt. Oh, nein. Ich leg auf, der Hund. Ah, nee, da läuft der nicht. Oder? Was ist das denn? Nee, das kann doch der Hund sein. Ich sehe gerade nur einen Schrank. Nee, das ist ein Mensch. Nein, das ist der Hund. Es ist der Hund. Es ist der Hund. Oh, jetzt, ey, ich bin mitten in der Baustelle. Oh, Kacke, jetzt kann ich hier nirgendwo raus. Es gibt nicht mal eine Standuhr. Das Team der Hundesicherung Bremen und Umzu soll übernehmen. Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Er ist drin. Ja, genau. Das, aber jetzt noch nicht. Ich sag dir wann. Er ist drin. Warte. Ich sag's dir. Mach an. Warte. Mach. Oh nee, warte. 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 Ja. Ja, mach an. Schick den Code. Sag mir, wenn die Bestätigung da ist. Nein. Ja! 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 Wir haben ihn! Ja! Ja, ist gut! Wir haben ihn! Wie geil! Ich muss auflegen. Ich danke dir, ich melde mich. Ne? Ich muss die anderen anrufen. Danke. So, jetzt müssen die Leute rechtzeitig da sein, damit er da nicht auf irgendwelche dummen Ideen kommt. Eigentlich kann er nicht raus. Der kann auch nicht rausspringen. Das ist 2 Meter hoch. Es geht nach innen rein, das Gitter. Doch, da ist er. Aber wenn er hinten in die Ecke geht, dann sehe ich den nicht. Es sieht gut aus. Ich kann nicht mehr. Wäre ich mal da geblieben. Aber er hätte genauso gut erst in der Woche wiederkommen können, das weißt du nicht. Dieser Hund ist einfach nicht einzuschätzen. Ich kann nicht mehr. Wir haben es endlich geschafft. Alonso. Wir haben dich, Alonso. Jetzt bist du wieder in Sicherheit und jetzt geht's zurück nach Hause.
Drei Monate lang haben Bröckling und seine Bremer Kollegen versucht, Alonso einzufangen und nach Hause zu bringen. Die Spannung, das Hoffen und das Bangen sind vorbei. In so einem Moment, da fällt eine Riesenlast von einem ab. Und ich bin unwahrscheinlich glücklich, dass es endlich nach so langer Zeit geklappt hat und dass wir gemeinsam, alle zusammen, mit allen, die beteiligt waren, den Alonso endlich jetzt zurück nach Hause bringen können. Ein Alonso, wo alle wirklich gedacht haben, dass man den unter Umständen niemals fängt, dass irgendwann die Nachricht kommt, dass er irgendwo tot an der Autobahn oder an den Eisenbahnschienen oder sonst wo gefunden wurde. Der Hund ist jetzt endlich gesichert und kann zurück nach Hause. Und das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Also das war in den letzten Monaten definitiv mein emotionalster und auch aufwendigster Einsatz. Mit den, ich sag mal, meisten gefahrenen Kilometern sind jetzt insgesamt mit Aufbauen, Abbauen, Wiederaufbauen und Wiederabbauen 2800 Kilometer, die ich da zurücklegen musste. Und habe insgesamt, glaube ich, 10 oder 11 Arbeitstage dafür eingesetzt, also komplette Tage mit allem drum und dran. Und das ist schon ein extremer Aufwand, ne? Aber der Aufwand hat sich gelohnt. Alonso ist wieder gesichert und Alonso geht zurück nach Hause und das ist das Einzige, was zählt. Alles andere ist völlig unwichtig. Alonso ist bei seiner Familie. Bis heute.